Was sagte Goethe über die spanische Reitschule, Scheibner? Pferd und Reiter verschmelzen hier zu einer Einheit, dass niemand wirklich sagen kann, wer wen eigentlich hier erzieht. Schreiben Sie sich das gefälligst hinter die Ohren, wenn Sie Reiter der spanischen Reitschule werden wollen. Der Bursche ist doch nichts für unsere Tochter. Du hast doch selbst gehört, was er gesagt hat. Er möchte an der spanischen Hofreitschule in Pension gehen. No. Gib die Reiterei auf und komm zu uns aufs Weingut. Regina, du willst mich nicht verstehen. Mein Platz ist an der spanischen Reitschule. Entweder du verlässt die spanische Reitschule, oder es ist aus zwischen uns. Weißt du, Paul, ich kann gut verstehen, wie dir jetzt zumute ist. Wenn man jemanden verloren hat, dann glaubt man immer, dass das Leben keinen Sinn mehr hat. Sie haben noch einen langen Weg bis zum Bereiter. Ja, es wäre schade, wenn Sie Ihr Talent wegen einer Weibergeschichte aufs Spiel setzen. Seit seinem 14. Lebensjahr träumt er davon, mit Maestoso gemeinsam Karriere zu machen. Es ist doch nichts Schlimmes, oder? Dass Maestoso wieder gesund wird, das ist leider unrealistisch. Sag mir doch was, sag was. Das Schreckliche an dieser Krankheit ist, dass sie mit sehr, sehr starken Schmerzen verbunden ist. Wenn jemand sein Auto verkauft, seinen Privatunterricht und seine ganze Freizeit opfert, um ein lahmendes Pferd zu retten, dann sollte man dieses Engagement unterstützen. Wusstest du eigentlich, dass ein Reiter mit seinem Pferd ein Leben lang zusammen bleibt?